Hey, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eternal Darkness. Ja, im letzten Part haben wir mit ansehen müssen, wie die Fensterscheiben in die Luft flogen. Etwas überraschend, nicht erwartet und natürlich waren neue Gegner da, aber die haben wir ziemlich schnell platt gemacht. Die haben uns. Eigentlich ist die Fensterscheibe auch nur in die Luft geflogen, anscheinend, weil wir jetzt den Türgriff haben. Super, ne? Deshalb hatte ich den Part dort beendet, weil ich glaube, dass hier gleich erstmal eine Cutscene kommt. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Benutzen. Aber wir werden es ja jetzt sehen. Oh, okay. Noch keine Cutscene. Gut. Hab ich nichts gegen. Gewehrmunition, ja, schaden kann die nicht. Und ich laufe erstmal gegen die Wand. Noch mehr, okay. Und noch mehr, okay. Ein wenig verdächtig, oder? Sind dann meine Waffen alle geladen? Sieht so aus. Okay. Hier wurde jemand runtergeschleift. Schade, dass ich nur ein Jahr Französisch hatte. Die Freiheit ist unsere. Könnte es das heißen? La victoire est à nous. Kann ich noch nicht mal mehr aussprechen, Gott. Naja, Französisch. Was soll man da schon groß zu sagen? Ist halt eine Sprache, die ich nicht unbedingt scharf war, sie zu lernen. Obwohl ich glaube, die Sprachen mir nicht unbedingt schwer fallen zu lernen. Also, aber gut, das war halt nicht so mein Fall. So, bei dir auch nochmal der Kopf ab. Die am besten jetzt von hinten Arme entfernen. Oh nein! Muss das sein? Muss das sein? Muss das wirklich sein? Ja, sterbt an meinem Schild. Oh mein Gott, geht doch weg! Geht, husch! Mein! Mann, oh Mann, oh Mann, man kann einem auch nicht mehr überfordern wollen, oder? Okay, ich erledige euch immer noch ganz locker, aber ein bisschen unfair finde ich das ja schon. Du brauchst keine Arme. Du auch nicht, aber ich treffe dich auch nicht. Oh mein Gott, auch du schon wieder. Du schon wieder. Ich mag euch nicht. Es ist, als würde man doppelt kämpfen. Okay, ich bin verrückt. Ich merk's gerade. Ich merk's gerade. Ich geh mal kurz. Oh, Anthony. Was treibst du bloß? Ach, du bist nicht Anthony. Stimmt ja. Du bist ja Peter. I'm sorry. Aber ich finde den Namen Anthony schon nur mal etwas schöner. Wie er an die Decke starrt wegen dem Blut. Ich mach mir mal ein neues Schild. Nein, kein Zombie, ein neues Schild. Ich jetzt zuatmen gedrückt gehabt. So. Ich hoffe, dass man jetzt in dieser Stimmaufnahme nicht so wieder den Hall hört wie die letzten beiden Aufnahmen, weil irgendwie ab und zu scheint es keine Probleme zu geben mit dem Hall und dann doch wieder. Das ist ziemlich unterschiedlich. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Rage Zombie. Arme ab. Brauchst du eh nicht. Und tschüss. Bye bye. Okay. Ist hier irgendwas Interessantes? Sieht nicht so danach aus. Okay. Ob ich nochmal speichern sollte? Ich glaube, ich sollte nochmal speichern, ja.
Okay. Weil ich weiß, wir wissen ja schon einigermaßen, was noch auf uns zukommt. Man kann es sich jedenfalls denken. Und hallo, Ratte. Ich dachte schon, da läge irgendeine Leiche rum wieder. Oh, guck mal, ein Hutständer oder sowas. Was auch immer der hier macht. Nicht ihr schon wieder. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich gehe nochmal raus, weil mir gerade etwas eingefallen ist. Ihr kennt doch noch diesen wunderschönen Zauberspruch. Zombie. Den sollten wir auch mal eben prüfen. Das wäre nämlich Tier und Aretak. Neuer Spruch. Tier und Aretak. Stärke, 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 Stärke. Der Spruch 10 wurde entdeckt. Wartet mal, was ich mit dem tun kann. Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken. Aber das habe ich jetzt sowieso erstmal nicht vor. Und ansonsten, ihr werdet es auch nochmal sehen, weil ich werde den auch nochmal einsetzen müssen, soweit ich weiß. Ohne Schild habe ich ehrlich gesagt keine Lust auf die Gegner. Ich könnte auch noch magisches Item benutzen. Alex. Okay. Nicht gut. Gar nicht gut. Nicht gut, definitiv nicht gut. So verrückt ist er doch gar nicht. Egal. Besser mal heilen. Oh. Ah, ich habe mich gerade an meiner Zeit verguckt. Dann geht's ja noch. Ich dachte schon, wir hätten schon wieder die Folge beendet, aber nö, unrealistisch. Geh sterben. Oh, du auch, bitte. Ich lasse mich mal eben schlagen von dem, nur damit ich den. Oh, nein, nein. Hier, das wird nix. Ich sag nein. So, jetzt seid ihr dran. Mal eben durchhacken. Bin nichts Besseres zu tun. Und sie haben schon wieder den Großteil meines Schildes vernichtet. Warum liegt da immer noch was rum? Ist nicht mehr. Okay, gut. Hier durch die Tür oder durch die andere Tür? Das ist hier die Frage. Keine Ahnung, ich möchte schon wieder speichern. Ich weiß, ich speichere oft. Das liegt aber nur daran, dass ich keine Lust habe, die nochmal zu bekämpfen, teilweise. Oh, hallo Trapper. Kann ich euch gerade gebrauchen? Für Magie vielleicht, ja. Trapper kann man so praktisch nutzen und oh mein Gott, das blaue Viech. Geh weg da. Glücklicherweise verschwinden die sofort, wenn man darauf geht. Aber ich wollte sowieso zu blau. Denn ein bisschen Magie schadet nie. Aha. Ja, gut. Du, 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 du.
Hello, my friends. Oh, guck mal, da hinten sitzt unser Freund, unser Leichenfreund. Ich habe mich schon gefragt, wo er bleibt. Eine kleine Frage an euch. Wenn wir immer da vorne durchs Tor irgendwo kommen, also hier irgendwo, wieso kommt dann diese Leiche bis hier? Ernsthaft? Rätsel über Rätsel, das würde mich jetzt gerade ernsthaft mal interessieren. Der leblose Körper eines jungen Mannes liegt gekrümmt vor der Wand der Plattform. Eingetrocknetes Blut bedeckt Gesicht und Nacken. Hat die Reste dessen, was einmal eine Uniform war, dunkelrot gefärbt. Das war eine Uniform. Keine schöne Uniform. Hallo. Nicht bewegen. Nehmen. So. Und tschüss. Denn nochmal brauchen wir die Reise nicht. Ich mag sie eigentlich gar nicht töten. Sie sind so knuffig. Oh, nicht ihr schon wieder. Lass mich bloß in Frieden. Ich mag dich nicht. War der Ton gerade gedoppelt oder höre ich schon wieder andere Geräusche? Detail, ein vergibter Brief liegt vergessen auf einem Schemel. Brief des Soldaten? Dritter Brief des Gefreiten Reginald Jackson an seine liebe Margaret. Seit 2 Wochen wird Haskell vermisst und ich fürchte mich davor einzuschlafen. Mehr als einmal sah ich Schatten an meinem Bett vorbeischleichen, und wenn ich durch die Vorhänge schaute, konnte ich sehen, wie ein verwundeter Soldat aus seinem Bett herausgezogen wurde. In der Dunkelheit der Nacht. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Das gleiche passierte mit Haskell, und auch ich werde den gleichen Weg gehen. Ich weiß nicht, was mit ihnen passierte. Ich habe Angst zu fragen, was ihnen passiert ist, da ich weiß, dass ich dann mit Sicherheit der Nächste in der Reihe wäre, der in die Finsternis geschickt wird. Ja. Schön ist das wahrscheinlich nicht, nee. Reihe um Reihe sind hier Bücher aufgestellt, die sich okkulten Überlieferungen und obskuren Wissenschaften widmen. Vom Grotesken bis hin zur absoluten bösartigen Gottlosigkeit. Schön, nicht? Hier, die Tür ist weg, oder? Dieses Regal scheint in die Wand eingebaut zu sein und ist nicht so bündig wie die anderen in dem Raum. So als könnte es bewegt werden. Wollen wir wirklich das Regal jetzt bewegen? Nein. Ich will das Regal gerade nicht bewegen. Ich speichere nochmal, weil ich es gerade kann. Speichern. Da es mir momentan auch relativ gut geht, kann ich auch ohne schlechtes Gewissen einfach diese Speicherung in der Folge überspeichern. Also ich meine, sie ist ja innerhalb der Folge. Gut, dann gehen wir erstmal durch die andere Tür. Oder kommen wir daher? Nö. Ich höre doch Trapper. Aber ich sehe sie nicht. Rot heilen? Ja. Ja. Okay, das machen wir nochmal eben. Ich weiß nicht, ob da nochmal eine Cutscene kommt. Nein! Verdammt! Das war dann wohl nichts. Gut, damit kann ich halt leben. Muss ich wohl auch. So. Jetzt können wir wieder gehen. Aber ist da nicht noch ein Trapper? Nicht? Oh. Erstmal drauflatschen. Okay. Oh nein, jetzt muss ich wohl auf Lila drauf, oder wie? Gib mir Lila, bitte. Bitte, bitte. Schneller, 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 schneller. Nein, nein.
verdammt, ich bin gerade irgendwie schlecht getimed. Schlecht getimed, definitiv. Oh, er hat mich getroffen. Glück gehabt. Ach, ja, okay. Gut, dann hat sich das halt ein bisschen erledigt. Ich könnte mich auch heilen. Aber, ja. Okay. Den knallen wir ab. Da habe ich jetzt nicht nochmal Lust drauf auf das Spielchen. Und tschüss. Oh mein Gott, er hat voll brutal geschrien. Oh. Nochmal kleiner Topper. Eine hellblaue Flasche steht auf dem Altar. Nehmen. Peter hat ein magisches Elixier gefunden. Okay. Das können wir definitiv noch gut gebrauchen. Der antike Stein ist blutgetränkt, zerkratzt von unzähligen Schnitten eines Opfermessers. Der Stein verströmt den Gestank der Schmerzen und der Leiden, die hierauf zugefügt wurden. Wieso steht er aus? Die Luft ist kalt, erfüllt mit den Geistern, die keine Ruhe finden. Peter kann ihre düstere Verzweiflung spüren, die sie angesichts jedes Sakrilegs überkam, das hier begangen wurde. Und dem sie mit Abscheu zuschauen mussten. Mit jedem seiner Atemzüge spürt er ihre Bewegung in der Luft, spürt, wie sie ihn um Hilfe bitten, die er ihnen nicht geben kann. Hilfe, von diesem unheiligen Ort befreit zu werden. Ja, traurige Geschichte. Na gut, Leute, ich würde sagen, wir müssen den Part hier aber beenden. Ich kann hier schon wieder speichern, ich werde es auch nochmal tun. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Jo, wo wir dann höchstwahrscheinlich einem großen Gegner gegenübertreten werden. Bis demnächst. Ciao.